Moin, moin, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem schönen herbstlichen Sonnentag zu unserer Anhörung in unserem Ausschuss. Und zunächst möchte ich die parlamentarische Staatssekretärin, aber die erwarten wir noch. Sie kommt gleich. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 10. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch, Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt, Bundestagsdrucksache 4725, Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann aus Zwickau, Susanne Ferschel, Matthias W. Birkwald und weitere Abgeordnete der Fraktion Die Linke, Perspektiven für Langzeiterwerbslose durch gute öffentlich geförderte Beschäftigung, Bundestagsdrucksache 2593. Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmicke, Anja Heiduk, Sven Nehmann, weitere Abgeordnete und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch einen sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen, Drucksache 591. Die von den Verbänden und Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 1985 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen wollen wir hören, wie Sie diese Vorlagen beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterung geben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also, eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen gestellt werden. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Vom DGB Herrn Martin Künkler, grüße Sie. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herrn Wuttke. Vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, Herrn Dannenbring. Vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der BA, Herrn Professor Wallwey. Von der Bundesagentur für Arbeit, Herrn Detlef Scheele und Frau Annekarin Lammers-Ringelmann. Grüße Sie. Vom Deutschen Landkreistag, Herrn Markus Keller. Vom Deutschen Caritasverband, Frau Fix. Vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Frau Hoffmann. Als Einzelsachverständiger heiße ich ganz herzlich willkommen Herrn Gentz und Herrn Professor Sell. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder den die Frage gerichtet ist. Ich bitte nun die Mitglieder der CDU-CSU, ihre Fragen zu stellen. Als erstes hat sich gemeldet Professor Zimmer. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die schwungvolle und freundliche Begrüßung, die dem Ereignis, glaube ich, heute angemessen ist. Ich habe eine Frage an die Bundesagentur für Arbeit und den Deutschen Caritasverband. Wir werden ja arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose mit neuen Beschäftigungsperspektiven versehen bei dem 16i. Wie beurteilen Sie die vorgesehene Beschreibung der Zielgruppe? Ist das sozusagen der harte Kern der Langzeitarbeitslosen? Und wie ist das tatsächliche Potenzial dieses Personenkreises einzuschätzen? Bundesagentur, Herr Scheele. Ja, ich glaube, die Zielgruppe ist richtig beschrieben. Denn wenn man sozusagen die Frage der Konkurrenz zum allgemeinen Arbeitsmarkt möglichst ausschließen will, muss man sich um Teilnehmer bemühen, die qua ihrer eigenen Befähigung und sozialen Lage nicht in der Lage sind, wirklich Konkurrenten zu sein. Wenn man sie in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen am ersten Arbeitsmarkt einsetzt. Insofern finde ich die enge Zielgruppenbeschreibung, wenn man einen Konsens auch mit dem Handwerk insbesondere haben will, sehr vernünftig und habe mich die ganze Zeit dafür eingesetzt. Insofern, das glaube ich, ist richtig. Das Potenzial schätzen wir, da kann man jetzt zwei Sichtweisen einnehmen. Das eine sind die 200.000 Menschen, die das IAB immer sagt. Das andere ist eine Zahl von ungefähr 400.000
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die in den letzten 7 Jahren keine Leistungen bezogen haben, kommt beides ungefähr auf das Gleiche raus, weil man immer sehen muss, man kann nur zwischen 1 zu 10 und 1 zu 15 Menschen überhaupt erfolgreich zuweisen. Alle anderen haben aufgrund ihrer sozial schwierigen Lage, da sind dann die Vorgängerprogramme, die Referenzrahmen, kriegen es nicht hin, die Arbeit aufzunehmen, sodass wir dann im Ergebnis bei ungefähr 45.000, 40.000 Teilnehmern sind, die wir auch finanzieren könnten. Vielen Dank, Herr Scheele. Frau Fix. Ja, ich denke, wenn man so einen langen Zeitraum nimmt, 7 in 8 Jahren, hat man mit Sicherheit zum großen Teil den harten Kern der Personen, den auch Herr Scheele gerade genannt hat, mit im Blick. Es kann allerdings natürlich sein, dass sich in dieser Personengruppe auch zum Beispiel Frauen befinden, die länger in Erziehungszeiten waren, sehr gute Ausbildung haben und eigentlich in diesen Kreis nicht unbedingt hineingehören. Es kann aber umgekehrt sein, und das ist das, was mir eigentlich größere Gedanken macht, dass wir auch Gruppen haben, die wir damit nicht erfassen. Ich denke, wir sollten eigentlich versuchen, früher anzufangen im präventiven Sinn. Ich denke hier insbesondere an Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, vielleicht noch eine Verschuldungssituation haben, eine schlechte Ausbildungssituation haben. Oder wenn ich jetzt nochmal an die Situation der Frauen, der Alleinerziehenden denke, es ist durchaus auch denkbar, dass Alleinerziehende drunter sind, die aber bevor die Kinder zur Welt kamen, einen sehr holprigen Berufsverlauf hatten, sehr lange Unterbrechungszeit hatten und dann durchaus eben auch diese Kriterien erfüllen oder eben an Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und diesen entgegengewirkt haben, indem sie zum Beispiel in der stationären Einrichtung waren und die stationären Zeiten zählen ja zum Beispiel auch nicht in die SGB-II-Zeiten rein oder Personen, die dadurch, dass sie in Haft waren, länger draußen waren und ähnliche Situationen aufweisen, wie ich es gerade geschildert habe, die aber natürlich dadurch, dass sie gar nicht im SGB-II waren, die Kriterien auch nicht hatten. Also von daher denke ich, man müsste eigentlich gucken, wie ist so die Prognoseentscheidung, wie hat sich bei den Menschen die Situation entwickelt, ohne zu stark auf die Jahre an der Stelle zu gucken. Vom Potenzial her sind wir bisher auch mal von den IAB-Zahlen ausgegangen, 100.000 bis 200.000. Ich glaube allerdings bei den 7 Jahren, dass die Gruppe deutlich kleiner sein wird, wie Sie es eben auch schildern. Vielen Dank, Frau Fix. Nächste Frage, Herr Zimmer. Dankeschön. Die nächste Frage, auch wieder aus dem Zusammenhang 16i, geht an die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, den Landkreistag und die Caritas. Wir haben hier mit den Beschäftigungsperspektiven Möglichkeiten der öffentlichen Hand und auch der Privatwirtschaft. Mich interessiert jetzt die Privatwirtschaft. Können Sie einschätzen, was für Tätigkeiten bei privaten Betrieben für die Förderung in Betracht kommt und vielleicht auch Beispiele dafür nennen? Herr Wuttke. Also das wird natürlich sehr davon abhängen, welche Personen Sie jetzt unterstützen wollen. Und das, was meine Vorredner schon gesagt haben, da kann ich mich eigentlich anschließen, wenn man die Zielsetzung verfolgt, wirklich die arbeitsmarktfernen Personen mit diesem besonderen Instrumentarium zu unterstützen, dann kommt das natürlich auf ein sehr exaktes Profiling an, der individuellen Situation. Da spielen dann gewisse Grundqualifikationen, Motivation etc. eine Rolle. Und ich sage mal, von dem zu erwartenden Schwierigkeiten, und deswegen nimmt man überhaupt so ein besonderes Instrumentarium mit so besonderen Fördermöglichkeiten auch in die Hand, von der Situation der Betroffenen, die hier gefördert werden sollen, wird man sich eher nur einfache Tätigkeiten vorstellen können. Helferberufe, einfache Handwerksberufe, Gartenlandschaftsbau etc. Deswegen haben wir auch gesagt, der Mindestlohn plus 20% Zuschlag reicht eigentlich, um diese breite Palette von Einstiegsberufen abzubilden. Was wir uns nicht vorstellen können, dass diese Personen eine Qualifizierung oder eine Produktivität mitbringen, dass man sie in Einstiegsberufen mit viel höheren Tariflöhnen von etwa Metall-, Elektroindustrie und Chemie unterbringen könnte. Vielen Dank, Herr Wuttke. Herr Keller. Ja, was die Tätigkeiten anbetrifft, ist ja keine Verengung im Gesetz vorgesehen. Insofern grundsätzlich alles praktisch. Würde ich mich da anschließen, was der Dr. Wuttke schon gesagt hat. Man wird ausgehend von den Personen, die man da vor sich hat, wahrscheinlich relativ einfache, niedrigschwellige Einstiege suchen müssen. Und da stellt sich eben dann die große Frage,
Wie sich das tatsächlich umsetzen lässt aus den bisherigen Programmen, weiß man ja durchaus. Da gab es ja verschiedene Ansätze auch öffentlich gefördert, gerade auch in dem Bereich der schwierig am Arbeitsmarkt unterzubringenden Personen etwas zu unternehmen. Es ist nicht einfach für beide Seiten. Also die Leistungsberechtigten müssen sich dann nach der Decke strecken, haben häufig ja auch längere Eingewöhnungszeiten. Und auf der anderen Seite wird man auch deutliche Abstriche bei den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Einsatzes machen müssen. Vielen Dank, Herr Keller. Frau Fix. Ja, wir haben es beim 16i mit sehr arbeitsmarktfernen Personen zu tun. Und wenn ich jetzt so auf die Programme der Vergangenheit blicke, waren ja die privaten Arbeitgeber in diesen Bereichen eher unterrepräsentiert, weil es ja wirklich eine Zielgruppe ist, die sehr, sehr weit weg ist, im Unterschied zum ESF-Programm jetzt, dem aktuellen, das ja deutlich arbeitsmarktnähere Personengruppen umfasst. Ich glaube auch, wie meine Vorredner gesagt haben, dass es vor allem einfache Tätigkeiten sein werden, die man sich vorstellen kann, was weiß ich, Hausmeistertätigkeiten in der Küche, Catering-Bereich, Gartenbau, Lackierer, Schreiner, Transportwesen, sowas in die Richtung. Vielen Dank, Frau Fix. Nächste Frage wieder von Herrn Zimmer, CDU-CSU. Dankeschön, das wird auch dann die letzte für mich sein. An die Bundesagentur habe ich dann noch mal eine Frage daran anknüpfend. Aus den bisherigen Erfahrungen der letzten Legislaturperiode, hätten Sie da eine Einschätzung, wie hoch der Anteil der Förderung bei privaten Arbeitgebern, Kommunen und Beschäftigungsträgern sein wird, auch wieder auf den 16i bezogen. Herr Schiele. Ja, ich würde Ihnen mal aktuell berichten. Wir haben vor ungefähr einem Jahr begonnen, in Vorbereitung auf einen möglicherweise entstehenden sozialen Arbeitsmarkt in 27 Regionen das auszuprobieren. Da liegen uns jetzt Auswertungen vor. Da haben wir im Grunde angestrebt eine Drittelgeschichte, Drittel private, Drittel öffentliche, Drittel Beschäftigungsgesellschaften. Rausgekommen sind 26% private, das fand ich ganz erfreulich, 16% öffentliche Arbeitgeber, auf die wir in der Tendenz eher mehr gedacht hätten, und der Rest Beschäftigungsgesellschaften. Also das ist irgendwie ganz erfreulich, denn der Anteil von Privaten ist höher, als ich Ihnen, wie wir angefangen haben, gedacht haben. Und das wollen wir auch gerne beibehalten, ausdrücklich. Vielen Dank. Nächste Frage, Herr Weiß. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe einmal eine Frage an die Bundesagentur für Arbeit und an den Deutschen Caritasverband. Und zwar haben wir nach § 16e und 16i jeweils eine beschäftigungsbegleitende Betreuung vorgesehen, sogenanntes Coaching, was ja dazu führen soll, den Geförderten zu unterstützen während seiner Tätigkeit und ihn dann auch in den ersten Arbeitsmarkt dann mit begleiten soll. Und neu ist ja, dass wir dieses Coaching ja vollumfänglich fördern können. Jetzt würde mich zum einen interessieren, wie Sie die Ausgestaltung dieses ganzheitlichen Ansatzes, den wir im Gesetz reingeschrieben haben, wie Sie das bewerten, insbesondere auch, wie die Zusammenarbeit mit den Jugendhilfeträgern konkret geregelt ist und ausgestaltet ist oder ob es da noch Verbesserungspotenzial gibt. Das würde ich gerne von Ihnen beiden wissen. Vielen Dank, Herr Wittecker, nicht Herr Weiß. Herr Schiele. Also erstmal begrüßen wir es, dass bei diesem Personenkreis und bei der potenziell langen Beschäftigungsdauer dafür Sorge getragen wird, dass es ein Unterstützungsangebot gibt, ausdrücklich ein berufsbegleitendes. Ich glaube, eine generelle Ausgestaltung so eines Instruments gibt es nicht. Das haben wir ja im Vorwege auch miteinander öfter über Stundenzahl und so weiter miteinander geredet. Das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Also wie viel Coaching, wie viel Fortbildung, das kann man so als intellektuelle Trockenübung wirklich nicht sagen. Das ist der Einzelfall, um den es geht. Und darauf würde ich sozusagen hier auch rekurrieren. 2 Stunden in der Woche über die ganze Zeit, das ist sicherlich was Vernünftiges. Und die Frage der Jugendhilfeträger, die meines Wissens im Gesetz und in seiner Begründung gar nicht auftaucht, zielt aber ab auf das, was wir sowieso anstreben die ganze Zeit. Also, dass die kommunalen Akteure, von denen die Jobcenter ausdrücklich einer sind, enger zusammenrücken mit dem SGB-8-Vertretern, mit den SGB-9-Vertretern, mit den Schulen. Also, dass sozusagen eine lokale, kommunale Kooperation wirksam wird und Synergien entfaltet. Das geht alles, das ging schon vorher. Das ist im SGB-2 in § 18 ohnehin geregelt. Also, ich glaube, das ist so, wie es gemacht ist, ermöglicht es Trägern wie uns als Jobcentern alles, was man braucht. Ich will allerdings sagen, als Coach würde ich die Jobcenter jetzt nicht sehen.
Das finde ich nicht. Also wir müssen eine begleitende Beratung machen mit Blick auf Vermittlung und so weiter. Aber ich glaube, einen dritten sozusagen Vertrauenscoach eines Trägers, der unabhängig ist, den fände ich schon vernünftig. Wir können uns immer einschalten, keine Sorge. Vielen Dank, Herr Schede. Frau Fix. Ja, wir finden den ganzheitlichen Ansatz auch sehr, sehr richtig. Es ist ja so, dass die Personen, die hier die Zielgruppe sind, ja doch sehr komplexe Situationen haben, die sie zu bearbeiten haben. Es sind Situationen, die im privaten Bereich Probleme aufwerfen, die auch den Familienkontext mit in den Blick nehmen sollten und auch die den beruflichen Bereich betreffen. Beim Coaching haben wir selber als Caritas Erfahrung, weil wir zum Beispiel in dem NIL-Projekt in Baden-Württemberg oder auch im NRW-Projekt öffentlich geförderte Beschäftigung selber mit als Coaches dabei waren. Ich möchte in dem Zusammenhang auch sagen, dass wir sehr gute Erfahrungen haben, wenn das auch bei Beschäftigungsträgern stattfinden kann. Ich glaube, es kommt einfach auf die Situation drauf an, zu wem kann der gecoachte Mensch Vertrauen finden. Das ist der ganz zentrale Punkt. Coaching kann nur funktionieren, wenn eine Vertrauensbasis da ist, wenn man die Situation so sieht, dass man sich öffnen kann jemandem gegenüber und seine gesamte Situation an der Stelle darlegen kann. Wichtig ist beim Coaching auch, dass es eine Person gibt, die ansprechbar ist, die selber aber wieder ein gutes Netzwerk hat. Und in die Richtung würde ich auch das Thema Jugendhilfe mit beantworten wollen. Es ist ganz wichtig, dass derjenige gute Kontakte zum Jobcenter natürlich auf jeden Fall hat, dann aber auch zu allen Fachstellen, bei denen gegebenenfalls Probleme bearbeitet werden müssen. Ich nenne mal Schuldnerberatung, psychosoziale Dienste, auch die Jugendhilfe natürlich ganz klar und aber auch ein gutes Netzwerk in die Arbeitswelt zu den Arbeitgebern reinhaben, denn es muss ja auch in den Bewerbungsprozessen mitunter vermittelt werden. Wir wissen auch, es gibt von den Arbeitgebern teilweise Vorbehalte, diese Gruppen einzustellen und da kann der Coach eine ganz, ganz wichtige Vermittlungsfunktion einnehmen. Also zum ganzheitlichen Ansatz gehört für mich einfach auch diese ganzheitliche Betreuung, die all diese Aspekte privat wie beruflich mit reinnimmt. Vielen Dank, Frau Fix. Herr Wittecker. Ja, vielen Dank nochmal an beide von gerade eben die Frage gerichtet, wie Sie die Rolle eigentlich sehen für eine adäquate Betreuung auch durch die Jobcenter bei diesem Personenkreis. Also sprich, brauchen Sie mehr Personal, um auch im Zusammenspiel zwischen Coach und Arbeitgeber eben eine engere Betreuung der Langzeitarbeitslosen zu gewährleisten? Das würde mich interessieren. Herr Schiele. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Dieses Programm wird sowohl mehr Aufwand als auch weniger Aufwand auslösen. Also in der Beginnphase, wenn es um die Akquise von Arbeitgebern geht, insbesondere wenn man öffentliche und private will, die man sozusagen nicht mit 20 Plätzen kriegt, sondern die man einzeln zusammensuchen muss, wenn ich das mal so sagen darf, da wird man mehr Aufwand haben. Wenn Menschen eingemündet sind und längerfristig beim Träger oder beim Arbeitgeber sind, wird es weniger sein, weil dann gehen sie halt, wenn das Jobcenter geöffnet hat, hoffentlich den ganzen Tag zur Arbeit und können nicht kommen. Also davon würde ich mal ausgehen, dass es dann abnimmt. Mehr Arbeit werden wir auch haben in der Vorbereitungszeit, denn wir sind jetzt schon dabei, diesen Personenkreis auszuwählen, weil Sie sich vorstellen können, dass es schwierig ist, wenn man 7 in 8 Jahren arbeitslos war oder zumindest nur ganz kurz gearbeitet hat, dass es schwierig ist, einen 30-Stunden-Vertrag sofort korrekt zu realisieren. Und wir geben einen Arbeitsvertrag aus. Das ist keine Arbeitsgelegenheit. Das heißt, es wird ein Arbeitsvertrag geschlossen, was eine ganz andere Höhe darstellt, als wenn es anders wäre. Also ich würde sagen, in der Vorbereitung ist es mehr Arbeit, in der Anbahnung der Arbeitsverhältnisse ist es mehr Arbeit. Wenn der Beschäftigungsverlauf gut ist und das Coaching gut ist, dann wird es für das Jobcenter weniger, weil die nicht mehr in der Betreuung des Jobcenters sind. Wir sind weiter für die Vermittlung und Leistungsgewährung zuständig, klar. Aber es sind sozusagen Wellen. Ob wir dazu mehr Personal brauchen, würde ich bei der Konstruktion der Jobcenter-Zentralen nicht beantworten wollen. Das können die Trägerversammlungen entscheiden. Man kann befristet mehr Personal nehmen, um das aufzubauen. Und dann kann man es wieder abbauen. Das ist ja gegenseitig deckungsfähig im Globalbudget. Und das, glaube ich, geht mit dem, was wir haben, ganz gut. Wir haben ja auch 4 Milliarden, das muss man ja auch sagen. Es ist ja kein schlecht ausgestattetes Programm. Jetzt muss man ja nicht mehr über das SGB II jaulen als Träger des SGB II. Also insofern, das geht schon. Vielen Dank, Herr Schede. Frau Fix.
Ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass man eine gute Beratung im Jobcenter hat und eine gute Betreuung. Wir sehen hier ein bisschen mit Sorge, dass bei den 4 Milliarden ja nur der Eingliederungstitel aufgestockt worden ist, aber nicht der Verwaltungstitel, und machen uns etwas Sorgen. Der Verwaltungstitel hat ja eine Aufstockung bekommen, aber da geht es ja auch um die Gelder, die durch die Tarifsteigerungen sozusagen aufgefangen werden. Also es wäre vielleicht schon auch wichtig, da noch mal Geld in die Hand zu nehmen, um auch die Jobcenter finanziell gut auszugestalten, dass sie dieser Funktion nachkommen kann. Zur Vernetzung habe ich ja schon gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass da aus meiner Sicht zwischen dem Coach und dem Jobcenter, das ich auch nicht so stark in der Rolle des Coaches an der Stelle sehe, ein guter Kontakt hergestellt wird. Bei den Jobcentern hören wir einfach von den Langzeitarbeitslosen, dass mit dem Thema Coaching auch oft Vorbehalte da sind, weil teilweise auch schlechte Erfahrungen mitspielen, die über lange Karrieren gelaufen sind, sodass als Coaches aus unserer Sicht eigentlich die Jobcenter da nicht die erste Adresse wären. Und dass es wichtig ist, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Coach, externen Coach, eben auch betriebsintern, wie ich vorhin eben sagte, und Jobcenter entsteht. Vielen Dank, Frau Fix. Herr Wittecker. Ja, eine letzte Frage von mir. Wir haben ja im 16i im Gesetzentwurf reingeschrieben, dass um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, es eine Beteiligung des örtlichen Beirates braucht. Jetzt habe ich die Frage an den BDA, ob Sie da die Interessen der Sozialpartner ihrerseits ausreichend berücksichtigt sehen. Herr Wuttke. Vielen Dank. Ja, es geht letztlich nicht um die Interessen der Sozialpartner. Ja, es geht darum, festzusichern in diesem System, dass man, indem man wirklich die richtig ausgesuchten Menschen arbeitsmarktfern in diese Förderung bekommt, dass man keine Überförderung hat, sodass es praktisch nur gefördert wird im Rahmen des auch Produktivitätsrückstandes. Und natürlich muss man, und das ist jetzt der Punkt, weshalb wir ja zusammen mit dem DGB und mit Sozialpartner, mit anderen auch vorgeschlagen haben, mit dem ZDH und mit Verdi, dass man ein Verfahren einführt, in dem man eben nicht irgendwie nur die Beiräte beteiligt, sondern in dem man den Sozialpartnern ein Vetorecht gibt. Ja? Die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vor Ort, die können am besten eigentlich diese Situationen einschätzen, ob es da zu Verdrängungsprozessen kommen wird. Wenn man konstruktiv zusammenarbeitet, wird man immer auch Betätigungsfelder und Einsatzbereiche finden, wo es die Gefahren nicht gibt. Und um das, um die, diese, ich sag mal, die Expertise, die da vorhanden ist, zu benutzen, dass man vermeidet, dass Verdrängungsprozesse stattfinden, das halten wir für sehr nachdrücklich, für sehr notwendig. Und das würde ich auch gerne hier nochmal unterstreichen. Das ist natürlich bei weitem mit der bisherigen Regelung nicht erfüllt. Und solange man bei den weiten und intensiven Förderungen bleibt, würden wir auch sagen, wir brauchen ein Kriterium wie die Zusätzlichkeit, ja, das öffentliche Interesse etc., damit es hier nicht zu Fehlentwicklungen kommt. Denn es wäre natürlich völlig kontraproduktiv, wenn wir praktisch sogar reguläre Beschäftigung, wo wir die Menschen letztlich ja alle hin praktisch begleiten wollen, wenn wir die dadurch sogar verdrängen würden oder beschädigen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Herr Weiß. Ich möchte gerne eine Frage an BDA, Landkreistag und DCV richten. Bei dem 16i sieht ja der Gesetzentwurf vor, dass der Lohnkostenzuschuss in den ersten beiden Jahren zu 100% gewährt wird, maximal in Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem? Was könnte man sonst als Bemessungsgrundlage für den Lohnkostenzuschuss nehmen? Und würden Sie vorschlagen, dass man sich bei tarifgebundenen Unternehmen immer an dem nach der Tarifbindung verpflichtend zu zahlenden Lohn orientiert? Herr Weiß, wer war der Letzte, den Sie gefragt haben? Herr Vorsitzender, die Abkürzung DCV steht für Deutscher Caritasverband. Vielen Dank. Man lernt immer wieder was dazu. Dann hat als Erster Herr Wuttke das Wort. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben uns hier quasi, nachdem schon Mindestlohn im Gesetzentwurf stand sogar für einen erweiternden Vorschlag ausgesprochen.
eben aus der Zielsetzung, dass wir gesagt haben, es kommt jetzt darauf an, diese Menschen mit entsprechender Begleitung beim Arbeitgeber, bei den betreffenden Personen, möglichst ihn auch zu privaten Arbeitgebern zu vermitteln. Und da war unsere Sorge, dass man natürlich dort, wo Tariflöhne gezahlt werden, dass man dann eine zusätzliche Hürde aufbaut, weil Kosten, die man offensichtlich dem Arbeitgeber ja bei dem hohen Zuschuss nicht belasten will, dass praktisch diese Kosten entstehen aufgrund des Gaps zwischen dem Mindestlohn und dem Tariflohn. Daraufhin haben wir von Seiten der BDA einen Vorschlag gemacht, zu sagen, dann sollte man doch nehmen den Mindestlohn mit einer Möglichkeit, bis zu 20% darüber hinaus zu gehen. Wir haben uns mal die Tarifbereiche angeguckt. Und sind, die erste Frage war ja, wo sehen Sie die Einsatzfelder? Und für uns war die klare Antwort, diese Einsatzfelder werden mit dem 20-prozentigen Zuschuss abgedeckt. Ein Zuschuss, der bis hin in, 18, 19, 20 Euro etwa im Metallbereich geht, den braucht man für diese Zielgruppe nicht. Das wäre auch nicht gerechtfertigt gegenüber anderen, denn das sind ja arbeitsmarktferne Menschen, die man hier unterstützen will. Und haben natürlich gesagt, dass man aber mit dem Zuschuss, mit den 20%, auf keinen Fall die unterste Tariflohngruppe übersteigen darf. Vielen Dank. Herr Keller. Ja, wir haben ja auch schon ausgeführt in der Stellungnahme, dass beim Mindestlohn auf jeden Fall das Problem sich ergibt, dass tarifgebundene Arbeitgeber und eben wenn im kommunalen Bereich die Arbeitgeber sich bereit finden, Menschen zu unterstützen im Rahmen dieses 16i, dann sind sie tarifgebunden. Dass es da natürlich eine Schwelle darstellt, wenn ich nur den Mindestlohn refinanziert bekomme, aber den Tariflohn bezahlen muss. Also insofern ein klares Problem mit dem Mindestlohn gibt es schon. Einen weiteren Aspekt, auf den haben uns die Jobcenter aufmerksam gemacht. Die haben gesagt, es ist misslich, wenn ein Arbeitgeber bereit ist, mehr zu bezahlen, ihm dann zu sagen, er kriegt aber selber nur den Mindestlohn zurück, wohingegen der ohnehin nur sagt, Mindestlohn mehr gibt es nicht, sich da noch bestärkt fühlen darf. Also diese zwei Aspekte haben wir einzubringen, wobei man insgesamt natürlich schon in die Wertung auch mit aufnehmen muss. Es ist eine starke Förderung, eine relativ hohe Förderung. Und insofern ist es auch nicht ganz einfach oder nicht von der Hand zu weisen, dass es eben auch zu Problemen und Schwierigkeiten insgesamt im Gefüge der Arbeitnehmer führen kann, wenn so relativ hoch gefördert wird. Vielen Dank, Herr Keller. Und jetzt Frau Fix vom DCV. Ja. Wir haben uns für die Tariflöhne ausgesprochen in der Refinanzierung, und zwar deshalb, weil wir die Problematik sehen, dass, wenn nur der Mindestlohn refinanziert wird, verschiedene Arbeitgeber sich möglicherweise an solchen Maßnahmen gar nicht beteiligen werden. Wenn man sich anschaut, das Bundesprogramm Soziale Teilhabe hat auch die Evaluierung klar gezeigt, dass öffentliche Träger und auch bei uns in der Wohlfahrtspflege einige Träger sich nicht beteiligt haben, weil einfach das Gap zu groß war, das zu finanzieren war. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass man schon auch ein bisschen aufpassen muss. Es verlassen sehr viele Unternehmen zwischenzeitlich die Tariflandschaft. Und ich denke, man sollte ordnungspolitisch keine Signale setzen, indem man sozusagen diejenigen, die nur den Mindestlohn machen und da Tariflöhne unterlaufen an dieser Stelle, dass man denen noch an der Stelle einen Handschlag gibt und sagt, wir zahlen sowieso nur den Mindestlohn. Also wir sind ganz klar schon auch unter dem Aspekt Stärkung der Sozialpartnerschaft und gute Arbeit, die gut bezahlt werden soll, dafür, dass Tariflöhne refinanziert werden. Vielen Dank, Frau Fix. Jetzt begrüße ich die Staatssekretärin. Frau Kramme, es hat ein kleines Büroversehen gegeben. Sowas kann passieren. Die letzte Frage hat jetzt Herr Weiß. Ich würde gerne BA und BDA fragen. Wir haben ja im Gesetzentwurf für die Teilnehmer an dem 16i auch die Regelung, dass Weiterbildungskosten von 50% maximal 1.000 Euro je Weiterbildung und geförderter Person erstattet werden können. Halten Sie diese Regelung zur Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte nach § 16i für ausreichend? Herr Scheele. Ich finde die Regelung sachgerecht. Und Herr Wuttke.
Wir sind der Meinung, dass in den Fällen, in denen es erforderlich ist, und meistens wird es wahrscheinlich um Teilqualifizierungen, vielleicht um mehrere Teilqualifizierungsschritte über mehrere Jahre angesichts des Personenkreises gehen, dass man das ermöglichen soll. Denn für uns ist ganz klar, was hier gemacht wird, wenn man das zielgerichtet auf den richtigen Personenkreis, den wir alle im Blick haben, tut, dann ist das ein Stück Investition in diese Menschen. Das ist die Stärkung der Förderkomponente neben dem Fordern, was wir auch immer betonen. Und wenn man diese Menschen hat, denen man helfen will, zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, wo eigentlich nur nachhaltige Teilhabe und persönliche Entwicklung möglich sind, dann muss man darin auch dann investieren. Das bedeutet eine enge Begleitung der betroffenen Personen. Hier ist ja schon vielfach angesprochen worden über das Coaching. Die enge Begleitung auch der Arbeitgeber, um diese Prozesse voranzubringen. Man muss darüber hinaus natürlich dort, wo es notwendig, wo es weiterführend ist, auch qualifizieren können. Und wie gesagt, wahrscheinlich wird man in erster Linie an Teilqualifizierung denken und dafür sehen wir das Budget als zu eng bemessen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Und jetzt die allerletzte Frage, Herr Heinrich. Dankeschön. Ich würde auch Sie, Herrn Wuttke, noch mal bitten, und wenn jetzt noch eine Sekunde übrig bleibt, an Sie, Frau Fix. Der Gesetzentwurf redet ja von in dem fünfjährigen Förderzeitraum von einer degressiven Abschmelzung des Refinanzierungsanteils des Arbeitgebers. Erscheint das aus Ihrer Sicht diese Abschmelzung dieses Förderanteils ab dem dritten Jahr dann gerechtfertigt oder sollte sie möglicherweise sogar früher beginnen? Herr Wuttke, kurz. Also wir haben die Sorge, dass man ohnehin zu hoch einsteigt. Wir haben Sorge mit 100% Förderung, denn irgendwo eine Restproduktivität sollte bei dem Einzelnen noch vorhanden sein. Das bedeutet, dass man auch dann schneller degressiv das herunterfahren muss. Wir haben große Sorgen, dass über lange Förderräume zu hoch gefördert wird, weil das bedeuten würde, dass Menschen dort eingesperrt werden, auch weil Interesse, egal ob bei privatem Arbeitgeber oder bei Trägergesellschaften, bleiben. Ja, und deswegen würden wir stärker degressiv das gestalten wollen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion angekommen. Jetzt kommt die SPD-Fraktion und da hat sich als erstes Herr Rosemann gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Herrn Wallwey vom IAB. Es geht noch mal um die Zielgruppe für § 16i. Inwieweit benötigt man denn Ihrer Einschätzung nach bei der Zuweisung zu dem Instrument 16i mehr Spielraum vor Ort im Hinblick auf Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen? Und wie würden Sie für diese Personengruppe eine Härtefallklausel bewerten, die einen Zugang auch nach einer kürzeren Leistungsbezugsdauer, beispielsweise nach 5 Jahren Leistungsbezug, innerhalb der letzten 6 Jahre ermöglicht? Vielen Dank, Herr Rosemann. Herr Wallwey. Ja, zunächst noch mal zur Zielgruppe selbst. Es ist ja eben schon von einigen gesagt worden. Entscheidend ist tatsächlich, sich zu konzentrieren auf die arbeitsmarktfernen Gruppen, tatsächlich auf Personen eben, die lange Zeit Leistung bezogen haben und noch wichtiger dann auch in dem Bereich eben lange Zeit auch ohne Beschäftigung waren. Sie haben jetzt hier einen Punkt angesprochen, inwieweit denn auch Personen dabei zum Zuge kommen sollten, die diese Kriterien nicht erfüllen, also im Sinne einer Härtefallregelung. Und das sehen wir auch, dass es diesen Bedarf durchaus geben kann. Und Gesundheit ist da auf jeden Fall ein Aspekt. Das können aber auch andere Schicksalsschläge sein. Das können Unfälle sein und verschiedenes andere mehr. Und wichtig dabei wäre natürlich, dass dann in den Jobcentern selber auch ein gewisser Ermessensspielraum besteht und dort dann eben eigentlich auch eine Diagnose gefahren wird, die dann eben diese Flexibilität an der Stelle auch ermöglicht. Also von da aus würden wir uns gerade auch, weil wir das nicht hundertprozentig prognostizieren können, also weder in die eine noch in die andere Richtung, schon sagen, dass eine Härtefallregelung, die angemessen und mit Sorgfalt angewendet wird, eigentlich in dem Fall richtig ist. Vielen Dank, Herr Wallwey. Als nächstes Herr Rosemann. Ja, meine nächste Frage geht an die Frau Fix vom DCV. Frau Fix, wäre denn aus Ihrer Sicht eine Lockerung der Fördervoraussetzungen auf 6 Jahre Leistungsbezug in den letzten 7 Jahren hilfreich? Frau Fix. Jetzt haben es alle gelernt im DCV. Ja, also ich fände, so eine Regelung wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt. Und wenn es dann noch verbunden wäre mit dem, was gerade Herr Dr. Wallwey verbunden hat für eine Härtefallregelung, wären wir da einen guten Schritt weiter und würden wirklich den harten Kern treffen. Vielen Dank, Frau Fix. Frau Tack.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Scheele. Es geht um die Frage der Entlohnung. Sie hatten ja angedeutet, es soll sowohl für den öffentlichen Bereich wie auch für die Wohlfahrt wie auch für den privatwirtschaftlichen Bereich ein Instrument sein, das gut zur Anwendung kommt. Fast alle sind tarifgebunden. Was sind Ihre Vorstellungen zur Entlohnung im Rahmen des Instrumentes? Herr Scheele. Ich hatte ja bei dem Beispiel, was ich eben zitiert habe, gesagt, dass wir im Grunde am besten, am liebsten würden wir einen Drittelmix erreichen, private, öffentliche und Beschäftigungsträger. Wenn man private und öffentliche beteiligen will, muss man Tariflohn zahlen können zumindest. Und deshalb wären wir dafür, den Tariflohn möglich zu machen, ausdrücklich nicht, um ein Transfereinkommen durch einen möglichst hohen Lohn bei der leistungsgemindertsten Gruppe zu zahlen. Das ist gar nicht die Idee. Aber ich glaube, ein sozialer Arbeitsmarkt, der sich faktisch trägergestützt abspielt, ist nicht sehr wirksam. Man braucht sozusagen private und öffentliche dabei, weil sie sozusagen der ganzen Sache ein anderes Aussehen geben. Und deshalb würden wir dringend oder würden wir sehr darum bitten, dass man aus den Gründen der Beteiligung privater und öffentlicher Arbeitgeber Tariflohn zahlen kann. Ich glaube übrigens, dass wir in bestimmten Regionen Deutschlands ohne die Ressourcen der Kommunen nicht hinkämen. Also die Situation mit Beschäftigungsgesellschaften ist ein bisschen kleiner geworden im Vergleich zu den späten 90er Jahren, Anfang dieses Jahrtausends. Und wir brauchen, glaube ich, die kommunalen Ressourcen immer mit Blick darauf, dass Investitionen in Grün- und Landschaftsbau nicht gekürzt werden. Aber wir werden einige der Ressourcen brauchen, um die Zielzahlen zu erreichen. Und das geht nur mit der Zahlung von Tariflohn. Also mir geht es nicht um den Lohn, mir geht es um die Beteiligung öffentlicher und privater Arbeitgeber. Vielen Dank, Herr Scheele. Herr Rosemann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht wieder an Herrn Wallweih vom IAB. Zur Stabilisierung der Arbeitsverhältnisse nach den Paragraphen 16e und 16i SGB II ist ja ein ganzheitliches beschäftigungsbegleitendes Coaching vorgesehen. Ich will Sie fragen, wäre es sinnvoll, dass das beschäftigungsbegleitende Coaching, so wie das ja auch in der Evaluation des ESF-Langzeitarbeitslosenprogramms festgestellt wurde, schon vor der Beschäftigungsaufnahme beginnt? Herr Wallweih. Ja, grundsätzlich ist es ja sehr, sehr wichtig, dass diese beiden Programme 16e und 16i tatsächlich abstellen auf das beschäftigungsbegleitende Coaching. Das ist für die, wie Sie schon gesagt haben, für die Stabilisierung extrem wichtig. Das ist ja ein Personenkreis, der eben auch längere Zeit nicht gearbeitet hat, der also eine gewisse Entwöhnung auch erfahren hat über die Zeit. Und von da aus ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass es so etwas gibt. Und der Punkt ist natürlich derjenige, dass das natürlich auch früh auch einsetzen sollte, einfach um Menschen sozusagen auf diesem Weg schon sehr frühzeitig zu begleiten, sie auch darauf einzustellen, weil es ist ja die Lebenssituation eine besondere. Es ist auch in Betrieben hat sich viel über die Zeit verändert. Auch der Arbeitsalltag ist etwas, was für die Personen nichts Vertrautes ist. Und von da aus wäre es schon richtig, das zeitig zu beginnen, einfach um den wirklich wichtigsten Aspekt da hier bei einer solchen Förderung auch mit dann auch zu erzielen, nämlich die Stabilisierung der Beschäftigung. Das ist ja der größte mögliche Erfolg, den eine solche Maßnahme haben kann. Vielen Dank, Herr Wallweih. Noch einmal Herr Rosemann. Ja, meine nächste Frage schließt da an und geht an den Herrn Genz. Meine Frage heißt, Herr Genz, wie sollte denn bei der Auswahl der geeigneten Teilnehmenden vor Zuweisung in § 16i SGB II vorgegangen werden? Inwieweit müssen potenzielle Teilnehmende auf eine Teilnahme am Instrument vorbereitet werden? Und inwieweit brauchen Sie Unterstützung, um einen Arbeitgeber zu finden? Ist damit eine intensive vorgelagerte Betreuung oder ein intensives vorgelagertes Coaching notwendig? Herr Genz. Also, ich hätte es befürwortet, wenn wir uns darauf verständigt hätten, bundesweit alle Personen in die Förderung einzubeziehen, zunächst mal die seit 2005 im System sind. Das ist der Weg, den wir versuchen werden, in Mannheim zu gehen, dass wir jahrgangsweise uns bis 2010 nähern. Das wird eine spannende Angelegenheit werden, was wir da sehen, wenn wir uns die alle angucken.
wenn die Kehrseite der Medaille ist, dass man dann auf Förderbedarf verstößt und Antworten suchen muss. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es wird ohne Vorschaltmaßnahmen nicht gehen. Nach unseren Erfahrungen müssen die sinnvollerweise sich auf Sozialräume beziehen. Wir reden hier über verfestigte Milieus, die nicht vereinzelt im Stadtgebiet zu finden sind, sondern konzentriert auf uns bekannte sozialräumliche Strukturen bezogen sind. Individuell wird man sicherlich eine ganze Menge an betrieblichen Praktika machen müssen. Ich will noch eine Bemerkung machen zu dem Coaching. Ehrlich gesagt, das ist mir alles ein bisschen zu sozialpädagogisch lastig. Unsere Erfahrungen sind so gewesen, wir haben ein Landesprogramm durchgeführt und haben inzwischen fast 100 Leute darin gefördert. Wir haben das Coaching durchführen lassen durch die Handwerkskammer, beste Erfahrungen gemacht. Deshalb will ich schon noch mal darauf hinweisen, dass der Coach eine Menge verstehen muss von betrieblichen Anforderungen und von der Denke von Arbeitgebern und die gleiche Empathie zu Kollegen und Arbeitgebern oder den Betriebsleitern aufbringen muss. Das wäre schon eine wichtige Angelegenheit. Mir ist es eigentlich relativ wurscht, ob das Jobcenter macht oder ein beauftragter Dritter oder ich kann die Kammern empfehlen als Kooperationspartner. Hauptsache, der kann seinen Job. Vielen Dank, Herr Genz. Herr Kapschak. Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Künkler vom DGB und das Thema ist Qualifizierung. Der Gesetzentwurf sieht im Paragraphen 16i einen Zuschuss für Weiterbildungskosten von bis zu 50%, maximal 1.000 Euro je Weiterbildung vor, um die Beschäftigungsfähigkeit der geförderten Person laufend zu erhöhen. Ergibt sich aus Ihrer Sicht hieraus ein Risiko, dass Arbeitgeber aufgrund dieser Begrenzung und dem sich daraus ergebenden Eigenanteil gerade nicht in die Qualifizierung des Arbeitnehmers investieren? Halten Sie die Deckelung von 1.000 Euro je Weiterbildung für sinnvoll? Herr Künkler. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir würden es erstmal grundsätzlich begrüßen, dass überhaupt ein Qualifizierungselement vorgesehen ist, zusätzlich zum Coaching. Das ist ein guter Ansatz, ein richtiger Ansatz. Allerdings haben wir die große Sorge, dass die Deckelungen, diese 50%, maximal 1.000 Euro, dass diese Deckelungen zu restriktiv gesetzt sind. Wir würden uns da eine Öffnung wünschen. Wir würden uns wünschen, dass die Jobcenter vor Ort im Einzelfall entscheiden können, welche Qualifizierung gebraucht wird. Und dann sind auch die tatsächlichen Kosten zu tragen. Also wir würden uns wünschen, den Deckel aufzuheben oder zumindest als Maßnahme deutlich anzuheben. Vielen Dank, Herr Künkler. Frau Tack. Ja, meine Frage geht auch an Herrn Künkler und es geht um die Beiräte, um die Sozialpartner und die Stärkung derselben. Nun ist auch an Sie die Frage, die Herr Wuttke auch schon gestellt bekommen hat und geantwortet hat. Wie sehen Sie den Einbezug der Sozialpartner bei den Einsatzfeldern des neuen Instrumentes? Ist das im Gesetz hinreichend gut formuliert oder haben Sie weitergehende Erwartungshaltungen? Herr Künkler. Ja, zunächst haben wir es positiv aufgenommen, dass die Regierungskoalition uns ein Stück weit entgegengekommen ist, den Ansatz der Sozialpartner aufgegriffen hat, dass es eine stärkere Beteiligung geben muss. Aus unserer Sicht ist die Regelung, die im Gesetz im Moment drin steht, noch nicht ausreichend, weil die besagt ja nur, dass die Jobcenter verpflichtet sind, eine Stellungnahme einzuholen. Inwiefern die Empfehlungen aus der Stellungnahme übernommen werden, steht ja auf dem anderen Blatt. Wir würden uns da ein bisschen eine verbindlichere Regel vorstellen, die im Prinzip im Kern darauf hinausläuft, man sagt, förderungsfähig sind Arbeitsverhältnisse, die keine Nachteile auf bestehende Arbeitsverhältnisse haben. Und wenn die Sozialpartner im Konsens sagen, ja, in diesem Einsatzfeld gibt es keine Probleme, dann sollte diese Fördervoraussetzung als erfüllt angesehen werden. Zumindest, wenn man so weit nicht gehen will, sagen wir, sollte die bestehende Regelung verbindlicher gemacht werden, dass zumindest die Jobcenter in einer Begründungspflicht sind, warum sie Empfehlungen der Sozialpartner nicht folgen. Vielen Dank, Herr Künkler. Als nächstes Herr Rützel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die BA. Und zwar, wie sehen Sie das? Inwieweit ist die finanzielle Deckelung der Leistungen nach 16e SGB II weiterhin notwendig und auch sinnvoll? Finanzielle Deckelung der Leistungen. Herr Schill. Jetzt. Wir finden, dass der 16e im Laufe des Gesetzgebungsprozesses doch immer arbeitsmarktnäher ausgestaltet worden ist und da immer mehr sozusagen
Anmutung des Eingliederungszuschusses hat. Und der Eingliederungszuschuss ist auch nicht gedeckelt. Und aus unserer Sicht müsste der im Rahmen des Globalbudgets, im Rahmen des EGT nicht gedeckelt sein. Als nächstes Herr Kapschak. Meine Frage geht an das IAB. Wie bewerten Sie den Wegfall der Kriterien Zusätzlichkeit im öffentlichen Interesse und Wettbewerbsneutralität? Herr Wallwey. Ja, bei der Frage Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse, Wettbewerbsneutralität ist je, sage ich mal, arbeitsmarktnäher die Gruppe ist, desto stärker sind die Bedeutung dieser Kriterien. Wenn man jetzt hier wirklich systematisch sagt, es sind diejenigen mit den geringsten Beschäftigungschancen, bei denen der Produktivitätsrückstand, wie es eben schon mal gesagt worden ist, zum regulären Arbeitsmarkt derart groß ist, da würde ich sagen, ist das wirklich auch vertretbar, diese Kriterien an der Stelle auch nicht in den Vordergrund zu stellen und demnach auch nicht so stark zu gewichten. Aber das ist entscheidend ist dabei die richtige Zuweisung, das ist das A und O. Und vor dem Hintergrund wäre das vertretbar. Vielen Dank, Herr Wallwey. Als nächstes Herr Rosemann. Ja, meine Frage geht auch noch mal an die BA. Herr Scheele, bei der Umsetzung des § 16e, alte Fassung, wurde ja oft kritisiert, dass eine Förderung von Weiterbildung und Qualifizierung parallel zur Förderung des Arbeitsverhältnisses nicht möglich war. Dies wird nunmehr ermöglicht. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Lösung? Herr Scheele. Ja, ausdrücklich. Das war die ganze Zeit sozusagen immer wieder der Wunsch derjenigen, die das durchgeführt haben, sowohl Teilnehmer wie die Maßnahme durchgeführt haben. Und wir haben auch das in unseren Modellregionen jetzt gesehen, dass eine Weiterbildung, die berufsbegleitend stattfindet, wirksamer ist, als wenn man von einem Personenkreis, der bildungsungewohnt ist und nicht sehr routiniert ist, auch noch erwartet, das abends zu tun. Und das begrüßen wir. Das ist, glaube ich, eine gute Regelung, die sachgerecht ist. Vielen Dank, Herr Scheele. Herr Rützel. Meine Frage geht an den Herrn Genz, speziell zu Mannheim. Wenn Sie aus Ihrer Sicht eine Stadt wie Mannheim das beurteilen, halten Sie die Einführung eines Regelinstrumentes zum sozialen Arbeitsmarkt als Regelinstrument für sinnvoll und notwendig? Genz. Ich habe ja in meiner Stellungnahme geschrieben, dass wir schon sehr lange auf dieses Gesetz warten. Und ich bin sehr froh, dass das nicht eine Maßnahme ist oder ein Projekt, wie wir ja viele in den letzten Jahren durchgeführt haben, die dann jeweils beendet sind. Insofern finde ich das einen mutigen Schritt und einen echten Meilenstein, daraus ein Regelinstrument zu machen. Da der Zeitraum 8 Jahre, 2019, 2020, wieder neue Gruppen erreicht, finde ich, gibt das neue Regelinstrument, wenn es denn dauerhaft bliebe, den Jobcentern und den beteiligten Arbeitgebern die Chance, vernünftige Strukturen mal dauerhaft aufzubauen, denn ohne die wird es nicht gehen, dass man da Stabilität schafft und Vertrauen schafft. Ich glaube, dass wir nur dann Arbeitgeber finden, wenn wir Verlässlichkeit in dieses System bringen. Ich erlebe gerade bei dem Thema Flüchtlinge, dass das so unzuverlässig ist und die große Bereitschaft von Arbeitgebern des allgemeinen Arbeitsmarktes dahin bröselt, weil wir solche Strukturen nicht dauerhaft garantieren können. Vielen Dank, Herr Genz. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion angekommen. Und wir kommen jetzt zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Da hat sich als erstes Herr Schneider gemeldet. Herr Schneider. Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richte ich an Herrn Wallwey vom IAB. Sie geben in Ihrer Stellungnahme zu bedenken, dass dieser Aktiv-Passiv-Transfer durchaus zu Fällen führen kann, wo es keine Einsparungen gibt, weil Fehlanreize geschaffen werden. Könnten Sie vielleicht einmal darlegen, inwiefern Sie dort diese Fehlanreize sehen? Herr Wallwey. Ja, bei dem Aktiv-Passiv-Transfer steht ja im Vordergrund, dass ich passive Leistungen durch aktive Maßnahmen letztendlich kompensieren kann. Und der Fehlanreiz, der hier angesprochen ist, der würde vor allem dann entstehen,
wenn wir da Personen fördern würden durch beispielsweise diesen sozialen Arbeitsmarkt, die eigentlich nicht zu fördern wären, weil eben dann in dem Fall halt dieser Passiv-Aktiv-Transfer möglich ist, was eben beim Einsatz anderer Maßnahmen, die für den Personenkreis eben naheliegender wären, so nicht gegeben ist, weil da ja ein Passiv-Aktiv-Transfer nicht möglich ist. Und das Risiko würde bestehen, wenn man einen solchen Weg einschlägt. Vielen Dank, Herr Wallweih. Herr Springer. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Bundesagentur für Arbeit. Sie befürchten in Ihrer Stellungnahme, dass der Anreiz für einen Arbeitgeber nicht hoch genug sein könnte, einen Langzeitarbeitslosen die geforderten 6 Monate nachzubeschäftigen, wenn die etwaige Rückzahlung faktisch auf maximal 20% der Fördersumme beschränkt ist. Wie kann aus Ihrer Sicht möglichst sichergestellt werden, dass die im Gesetzentwurf geforderten Nachbeschäftigungspflicht von 6 Monaten auch tatsächlich nachgekommen wird? Was schlagen Sie konkret dazu vor? Herr Scheele. Am besten ist, es gelingt, den Jobcenter passgenau zuzuweisen. Also wichtig ist, dass der Arbeitslose mit seinen persönlichen und seinen fachlichen Fähigkeiten auf diesen Arbeitsplatz passt. Dann ist die Nachbeschäftigungsfrist auch kein Problem für den Arbeitgeber. Im Gegenteil, sie hilft dann beiden sozusagen bei der Sicherung von Beschäftigung, dem ehemals Arbeitslosen hilft sie, die Brücke in den Arbeitsmarkt zu schaffen, und dem Arbeitgeber schafft sie eine gewisse Sicherheit. Das A und O ist eine passgenaue Zuweisung. Vielen Dank, Herr Scheele. Herr Schneider. Meine Frage möchte ich richten an Frau Hoffmann vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der Mindestlohn stellt hier so eine Art rote Linie dar. Das heißt, auch wer vielleicht eine Leistung bringt, die weniger als der Mindestlohn wert ist, erhält eben halt den Mindestlohn. Wenn jetzt aber ein Lohn oberhalb des Mindestlohns gezahlt wird, dann deutet es ja darauf hin, dass dort tatsächlich auch eine wertige Arbeitsleistung erbracht wird. Sie fordern dennoch, dass auch in diesen Fällen eine volle Förderung erfolgen soll. Können Sie das einmal kurz darlegen? Frau Hofmann. Für uns ist ganz maßgeblich, dass hier Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bei unterschiedlichen Arbeitgebern adressiert werden. Und wir hier wollen, dass das übliche Tarifgefüge beachtet wird und keine falschen Anreize gesetzt werden, um aufgrund einer zu niedrigen Förderung, etwa nur auf der Höhe des Mindestlohns, eben falsche Anreize gesetzt werden, hier schlechter vergütete Sonderarbeitsverhältnisse einzurichten für diesen Personenkreis. Und deswegen plädieren wir dafür, dass eine Lohnkostenbezuschussung am üblichen Arbeitsentgelt erfolgt. Ich hoffe sehr, dass das, was jetzt in der Presse durchgesickert ist in den letzten 2 Tagen, dass die Koalitionsfraktionen hier zu einer dementsprechenden Einigung gekommen sind, dass sich das in den nächsten Tagen auch in entsprechenden Änderungsanträgen wiederfindet. Vielen Dank, Frau Hofmann. Als nächstes Herr Springer. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Nochmal eine Nachfrage an die Bundesagentur für Arbeit auf die eben gegebene Antwort. Sie sagen im Gutachten, dass die Regelung zur Rückzahlungspflicht im Vergleich zu den Regelungen im SGB III recht mild ausgestaltet sind. Nun sagen Sie eben, dass man das Problem der Nicht-Nachbeschäftigung im vorgeschriebenen Sinne dadurch nachkommen könnte, indem man eben versucht, eine passgenaue Beschäftigung zu finden. Das könnte man ja analog dann auch auf SGB III übertragen, aber gerade dort findet das ja nicht statt, sondern dort gibt es ja härtere Regelungen, um zu gewährleisten, dass eben diese Nachbeschäftigungspflicht eingehalten wird. Und die konkrete Frage ist nun, was spricht eigentlich dagegen, die Regelungen aus SGB III zu übertragen? Herr Scheele. Naja, es ist bei dieser Zielgruppe, ja, wie wir in diesem Gespräch gerade hier sehen und in den Beratungen gerade sehen, immer eine Abwägung, die ein bisschen sozusagen in den Blick nimmt, was kann die Zielgruppe und was ist sachgerecht. Und wir haben darauf hingewiesen, dass die Regelung in diesem Fall im SGB II sozusagen milder ist als die im SGB III. Die Hürde, diese Zielgruppe zu beschäftigen, ist aber auch höher mit einem Arbeitsvertrag, als würde man im SGB III einen nicht leistungsgeminderten Arbeitnehmer einstellen. Und ich glaube, eine solche Abwägung hat hier den Regierungsfraktionen zugrunde gelegen. Wir haben darauf hingewiesen. Ich finde das alles sachgerecht. Vielen Dank, Herr Scheele.
Herr Schneider. Meine nächste Frage nochmal an Herrn Dr. Wallwey vom IAB. Durch die EU-Freizügigkeit für Arbeitnehmer haben wir durchaus die Situation, dass wir, dass die Arbeitgeber auf Zuwanderer auch aus Südosteuropa zugreifen können. Sehen Sie dort eine Gefahr, dass damit die Motivation für Arbeitgeber, sich tatsächlich mit deutschen Langzeitarbeitslosen auseinanderzusetzen, sinkt? Gibt es Ihrerseits dazu Untersuchungen oder beabsichtigen Sie da, in diese Richtung Untersuchungen durchzuführen? Herr Wallwey. Ich sehe im Moment den Arbeitsmarkt als sehr aufnahmefähig, fast in allen Bereichen, ob bei den höher qualifizierten, aber eben auch bei gering qualifizierten Beschäftigten. Also viele Unternehmen suchen händeringend Leute, woraus wir eigentlich im Moment ableiten können, dass eigentlich solche Konkurrenzsituationen, das zeigen eigentlich alle Untersuchungen, die wir in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben, jedenfalls keine besondere Bedeutung spielen sollten. Deswegen sehe ich da im Grunde keine besondere Wettbewerbssituation und auch kein Risiko, dass sich da Unternehmen nicht um deutsche Langzeitarbeitslosen kümmern. Vielen Dank, Herr Wallwey. Herr Springer. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Eine Frage an das IAB. Die Linke fordert in ihrem Antrag, dass die öffentliche Beschäftigung grundsätzlich allen Erwerbslosen offen steht, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos sind. Gleichzeitig fordert sie, dass die Erfahrungen von bisher durchgeführten Modellprojekten zu öffentlich geförderten Beschäftigungen zu berücksichtigen sind. Meine Frage ist nun, welche Erfahrungen gibt es aus dem bisherigen Beschäftigungsprogramm, bei dem relativ arbeitsmarktnahe Personen durch eine öffentlich geförderte Beschäftigung gefördert wurden? Insbesondere bitte ich Sie, dabei auf den sogenannten Lock-in-Effekt sowie auf den sogenannten Creaming-Effekt einzugehen. Wie wirken sich diese Effekte hinsichtlich der Integration in den ersten Arbeitsmarkt aus? Vielen Dank. Herr Wallwey. Ja, bei öffentlich geförderter Beschäftigung kommt es tatsächlich darauf an, dass ich die richtigen Personen fördere. Fördere ich, wenn man so will, Personen, die zu nah dran sind am Arbeitsmarkt, dann tritt genau das auf, was Sie gefragt haben, nämlich dass Personen in einer öffentlich geförderten Beschäftigung sind oder verbleiben, die eigentlich für den Arbeitsmarkt sehr gut in Frage kämen. Und möglicherweise dann auch noch, und was naheliegend ist, wenn viele Menschen natürlich in die potenzielle Förderung einbezogen würden, dass eben da natürlich genau die Besten ausgesucht werden. Das ist ja mit dem Creaming gemeint. Und wichtig wäre, und das ist ja hier jetzt auch schon von mehreren gesagt worden, dass wir den Personenkreis identifizieren für die Programme, die hier anstehen, der möglichst weit weg ist vom Arbeitsmarkt, also als arbeitsmarktfern zu charakterisieren ist, weil genau bei dem Personenkreis eben solche Einsperreffekte gar nicht auftreten können. Die sind ja dann letztendlich diejenigen, die wir ja sozial stabilisieren wollen, die wir beschäftigungsfähiger machen wollen und denen wir ja soziale Teilhabe ermöglichen wollen. Deswegen steht nicht vorrangig die Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund, sondern dies ist erstmal eine wichtige Maßnahme, um die Menschen wieder auf die Spur zu bringen. Und wenn sich Menschen dann überraschend gut entwickeln, dann freuen wir uns alle darüber. Vielen Dank, Herr Wallwey. Herr Schneider. Ganz kurze Frage an Herrn Genz. Sanktionen, ja oder nein? Herr Genz. Ich bin für eine klare Verbindlichkeit. Und ich glaube, das Thema muss man nicht über das Thema Sanktionen anpacken, sondern wird darauf ankommen, dass man verbindlich mit Arbeitslosen spricht, mit Langzeitarbeitslosen spricht und diese Verbindlichkeit auch einfordert. Das ist nicht vorrangig zu sanktionieren. Vielen Dank, Herr Genz. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt. Jetzt kommen wir zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Herr Kronenberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Dannenbrink vom ZDH und Dr. Wuttke von der BDA. Können mit den neu geschaffenen Instrumenten auch Arbeitgeber des ersten Arbeitsmarktes in ausreichendem Maße akquiriert werden? Ja? Und was wären Ihre Vorschläge, um mehr Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt zu gewinnen? Herr Dannenbrink. Ja, vielen Dank für diese Frage.
Die Einbeziehung privater Arbeitgeber ist eine Herausforderung, gerade was diesen Personenkreis angeht, gerade für die kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks. Diese brauchen vor allen Dingen eine Unterstützung, wenn sie sich mit Personen aus diesem Personenkreis auseinandersetzen. Hier ist ein wirklich betriebsnahes Coaching ganz entscheidend. Herr Genz hat es schon beschrieben, dass gerade auch die Handwerkskammern hier aktiv sind, weil sie die Bedürfnisse der Betriebe am besten kennen. Und so ein betriebsnahes Coaching ist gerade für die kleinen und mittleren Betriebe des Handwerks von besonderem Interesse. Die Lohnsubventionierung, wie sie jetzt vorgesehen ist, mit 100%, die sehen wir kritisch weiterhin, weil in diesem Instrument eben nicht die Schrankentrias mit dem öffentlich geförderten, mit dem öffentlichen Interesse der Zusätzlichkeit und der Wettbewerbsverzerrung zum Zuge kommt. Das sehen wir problematisch, vor allen Dingen durch die Verknüpfung mit der degressiven Förderung in einem Instrument. Das ist ein ordnungspolitisch neuer Weg, der dort eingeschlagen wird, der aus Sicht des Handwerks problematisch ist. Entscheidend wird es sein, Personen zu finden, die wirklich motiviert sind, auch im Handwerk anzupacken. Wir brauchen Leute, die motiviert sind und die dann vor Ort in der Beschäftigung dann weiterqualifiziert werden. Hierfür würden wir uns auch noch eine Ausweitung der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten der Förderung wünschen, aber entscheidend sind motivierte Beschäftigte. Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Herr Wuttke. Also ich kann das alles nur unterstreichen, was Herr Dannenbrink schon gesagt hat, und vielleicht noch ein, zwei Punkte dazufügen. Das klare Profiling auch auf die jeweilige Aufgabe ist wichtig. Ist das eine Person, die zwar natürlich mit diesem massiven, ich sag mal, Produktivitätsmängeln, ja, daherkommt und deswegen ja auch so ein hoher Unterstützungsbetrag gezahlt werden muss. Aber ist das denn jemand, der in diesen Job passt, der dort eine Perspektive haben kann? Ja? Die Ansprache des Arbeitgebers ist natürlich ganz wichtig im gemeinsamen Arbeitgeberservice. Der sollte das Jobcenter und Agenturen, der sollte das leisten können mit entsprechenden vielleicht noch Unterstützung, vorbereitenden Maßnahmen etc., dass man den Arbeitgeber anspricht, auch begleitet, Sorgen nimmt, ihm die Potenziale und die Möglichkeiten auch gerade zeigt im Hinblick auf die Fachkräftesicherung, auch bei dieser Personengruppe. Wichtig ist natürlich, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ich will es nicht vertiefen, dass man Arbeitgeber, ich sag mal, von dem möglichen Vorwurf auch im eigenen Lager ausnimmt, dass hier quasi in Befeldern beschäftigt werden könnte, die zu Verdrängungseffekten führen. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, wenn eigentlich die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor Ort gesagt haben, das ist in Ordnung, dann braucht sich auch kein Arbeitgeber irgendwie vorwerfen zu lassen, er würde in dem Feld, wo es solche Verdrängungsprozesse gibt, Leute beschäftigen. Und dann gehören natürlich so kleine Dinge noch, in Anführungszeichen kleine Dinge hinzu, wie zum Beispiel, dass man natürlich ein Befristungsrecht auch für die vorgesehene Nachbeschäftigungszeit hat. Denn dem Arbeitgeber muss man schon die Sorge nehmen, dass er hinterher arbeitsrechtliche Weiterungen hat, obwohl er eigentlich einen großen Schritt tut und sich auch engagiert für die Integration eines solchen arbeitsmarktfernen Arbeitslosen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Herr Kronenberg. Zweite Frage auch an Herrn Dannenbrink vom ZDH. Welche Höhe der Förderung einer Weiterbildung im Rahmen von 16i wäre Ihrer Meinung nach angemessen und ausreichend? Und wie hoch müssten die Mittel für das Coaching sein? Herr Dannenbrink. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Weiterbildung ist ein ganz entscheidender Faktor, um gerade arbeitsmarktferne Personen wieder an eine Arbeit heranzuführen. Denn über den langen Zeitraum der Langzeitarbeitslosigkeit ist es oft zu einer Dequalifizierung der Personen gekommen. Und insofern sind betriebsnahe Weiterbildung ein entscheidender Faktor, um wirklich eine betriebliche Beschäftigung auch langfristig sicherzustellen. Zum anderen zeigt auch ein Arbeitgeber, indem er Weiterbildung zur Verfügung stellt, dass es ihm ein ernsthaftes Interesse ist, Langzeitarbeitslose wieder in seinen Betrieb zu integrieren. Und insofern brauchen wir eine umfängliche Förderung der Weiterbildung, gerade für diesen Personenkreis. Und die jetzt vorgesehene Regelung und die Deckelung bei 1.000 Euro bzw. 50% erachten wir als zu gering. Hier würden wir uns eine weitere und großzügigere Förderung wünschen,
die sich zumindest anlehnt an den Förderrahmen des Wegebauprogramms. Und zum zweiten Punkt, das Coaching. Es ist schon erwähnt worden, das ist von zentraler Bedeutung, gerade für die kleinen Betriebe des Handwerks. Die brauchen bei der Beschäftigung mit Langzeitarbeitslosen ein sehr betriebsnahes Coaching. Denn oft fühlen sie sich auch ein Stück weit überfordert mit dieser Personengruppe. Und insofern ist es sehr wichtig, dass ihnen jemand zur Seite steht, um sie wirklich bei den praktischen Anfordernissen, die bei der Beschäftigung dieser Personengruppe einhergehen, auch wirklich zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Herr Kronberg. Nächste Frage geht an Herrn Dr. Wallwey vom IAB. Bei vergangenen Ansätzen zur Schaffung öffentlich geförderter Beschäftigung wurden teilweise negative Auswirkungen auf die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer festgestellt. Sehen Sie die Gefahr ähnlicher Auswirkungen auch bei dem neu geschaffenen 16i? Herr Wallwey. Die Untersuchung, ich glaube, Sie beziehen sich jetzt hier auf die Evaluation der Bürgerarbeit, wo man solche Effekte gesehen hat. Ich würde das hier eigentlich so nicht sehen, weil ja es um einen Personenkreis geht, der wirklich die geringsten Beschäftigungschancen hat. Und wenn man sich tatsächlich auf die Personen konzentriert, die eben lange im Leistungsbezug sind, die lange Zeit ohne Beschäftigung sind, dann sehe ich ehrlich gesagt diese Gefahr nicht, sondern im Gegenteil. Ich sehe eher die Chance, dass wir über die Zeit, und wir werden da sehr viel Geduld und auch langen Atem benötigen, dass tatsächlich dann auch die Möglichkeit der Stabilisierung besteht. Und diese Gefahr würde ich eigentlich nur dann sehen, wenn Personen gefördert würden, die eben auch ohne eine solche Arbeit, auch ohne eine solche Unterstützung Arbeit finden würden. Vielen Dank, Herr Wallwey. Herr Kronberg. Nächste Frage an Herrn Dannenbrink, ZDH, und Dr. Wuttke, BDA. Wie bewerten Sie die Nichtberücksichtigung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung bei den neu geschaffenen Instrumenten? Herr Dannenbrink. Ja, diese Regelung bewerten wir sehr positiv. Es darf nicht zu Drehtüreffekten kommen zwischen der Subventionierung von Langzeitarbeitslosen und dem Erwerb von neuen Ansprüchen gegenüber der Arbeitslosenversicherung. Insofern ist es richtig, dass dieser ordnungspolitisch saubere Weg hier eingeschlagen wurde. Bedauerlich ist, wie gesagt, auf der anderen Seite, dass nicht mit der gleichen ordnungspolitischen Sauberkeit das Instrument des 16i ausgestaltet wurde. Aber das habe ich ja eben schon erläutert. Herr Wuttke. Auch in dem Fall kann ich mich Herrn Dannenbrink eigentlich nur vollumfänglich anschließen. Also wir begrüßen sehr, dass man nicht den Fehler gemacht hat, solche Drehtüreffekte zu eröffnen. Es wäre geradezu widersinnig, ja, wenn man mit Maßnahmen, die in dem eher Fürsorgesystem Arbeitslosengeld II gezahlt werden, wenn man daraus quasi Ansprüche gegen die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung erwachsen lassen würde. Und das würde auch eigentlich der Klassifizierung der Personen, denen man ja hier eine besondere, aufgrund ihrer Arbeitsmarktferne, eine besondere Unterstützung zuteil werden lassen will, würde das völlig diametral entgegenstehen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Damit sind wir am Ende der Befragungsrunde der FDP angekommen und kommen jetzt zur Befragungsrunde der Fraktion Die Linke. Als erstes habe ich Frau Tatti. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Hofmann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wie schätzen Sie es ein, dass die Angebote des sozialen Arbeitsmarktes eben nicht freiwillig sind, sondern im Gegenteil noch sanktioniert werden können? Und ist so aus Ihrer Sicht eine wirksame Teilhabe möglich? Frau Hofmann. Wir bewerten es als sehr negativ, dass die Sanktionen hier gesetzlich verankert sind und fordern ein echtes freiwilliges Angebot. Denn es ist einfach mal so, dass Menschen, die jahrelang vom Arbeitsmarkt abgekoppelt sind und wieder zurückfinden sollen in Erwerbsarbeit, dass die ein echtes, wertschätzendes Angebot ohne Zwang brauchen, um den Weg zurückzufinden. Wir müssen bedenken, dass unter diesen Menschen auch wirklich verletzbare Menschen sind, Menschen, die schutzbedürftig sind, weil sie zum Beispiel gesundheitlich belastet sind und weil sich erst zum Beispiel nach Beginn des Arbeitsverhältnisses möglicherweise im negativen Fall herausstellt, dass sie den Anforderungen des Arbeitsalltages doch nicht gewachsen sind. Und hier dann mit Sanktionen zu greifen, wäre völlig
fatal für diese Menschen. Es braucht gerade für diese schutzbedürftigen Menschen einen unbelasteten Rahmen, um Neues ausprobieren zu können. Und das haben Sie auch durchgängig an den Stellungnahmen gesehen, dass sich Arbeitgeber gerade für Langzeitarbeitslose keinesfalls öffnen werden, wenn die unter Zwang zu ihnen kommen, sondern da ist echte Motivation gefordert. Es ist also völlig widersinnig, hier von einem Zwangsinstrument oder einer Sanktionsdrohung auszugehen. Und es passt auch konzeptionell nicht zum Gedanken der Teilhabe am Arbeitsmarkt, dieses Instrument mit Sanktionen zu unterlegen. Deswegen muss die Freiwilligkeit kommen und sie muss hier ganz klar gesetzlich verankert werden. Vielen Dank, Frau Hofmann. Nochmal Frau Tatti. Meine nächste Frage betrifft den Paragraphen 16i. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Eingrenzung der Zielgruppe, also Stichwort 7 Jahre im Leistungsbezug, bewerten, weil man ja einerseits Menschen, die sehr lange aus dem Erwerbsleben ausgeschlossen wurden, eben möglichst nahe am Arbeitsmarkt integrieren möchte und wie das in der Praxis umsetzbar ist. Frau Hofmann. Die Zielgruppenbestimmung ist eine der großen Ungereimtheiten dieses Gesetzes aus meiner Sicht. Es wird so in der Praxis nicht funktionieren. Die Zielgruppe ist viel zu eng gefasst, um die Zielsetzung zu erreichen, mit diesen Menschen unterschiedliche Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder sogar in der Privatwirtschaft zu besetzen. 7-jährige Beschäftigungslosigkeit im mindestens 8-jährigen Langzeitleistungsbezug bedeutet, dass darunter viele Menschen sind, die ganz weit weg vom Arbeitsmarkt sind, die in ihrer Beschäftigungsfähigkeit stark eingeschränkt sind, die vielleicht eher Kandidaten für Rehabilitationsmaßnahmen oder tagesstrukturierende Maßnahmen wären. Und wir haben auch in der Vergangenheit keine evaluierten oder Praxiserfahrungen aus Modellprojekten gehabt, die gezeigt haben, bei dieser eng gefassten Zielgruppe, dass man dieses Ziel erreichen könnte, Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch bei der Privatwirtschaft besetzen zu können. Und dazu gehört auch der Konzeptansatz, den der Herr Scheele benannt hat, soziale Teilhabe, denn da war die Zielgruppe wesentlich näher am Arbeitsmarkt dran, als es jetzt hier bei dem 16i im Gesetzestext vorgesehen ist. Ein weiteres Problem bei dieser engen Zielgruppenbestimmung ist folgendes: Wenn Sie die Zielgruppe so eng fassen, dann wird es dazu führen, dass viele, viele Menschen, die ebenfalls vom Arbeitsmarkt abgekoppelt sind, die auch unter Langzeitarbeitslosigkeit und ihren dramatischen Folgen leiden und der sozialen Teilhabe bedürfen, dass die kein Angebot an öffentlich geförderter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bekommen, aber es dieses Angebotes bedürften. Es hat also zwei gravierende problematische Folgen, wenn die Zielgruppenbestimmung so eng gefasst bleibt. Und deswegen fordern wir, die Zielgruppe so zu fassen, wie auch andere Organisationen, zum Beispiel der Deutsche Verein, dass man sagt, ein 4-jähriger Langzeitleistungsbezug ohne nennenswerte Beschäftigung müsste doch ausreichen, um die Zielgruppe einigermaßen richtig zu bestimmen. Vielen Dank, Frau Hofmann. Nächste Frage auch von Frau Tatti. Auch meine letzte Frage geht an Frau Hofmann. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie Sie es bewerten, dass die Arbeitslosenversicherungspflicht fehlt, also die volle Sozialversicherungspflicht im Programm. Sehen Sie nicht viel mehr, also im Gegensatz zu Dr. Jürgen Wuttke vom BDA, gerade da die Gefahr eines Drehtüreffekts, nämlich dass die Menschen nach Ablauf des Förderungszeitraums eben wieder in ihrer Ausgangssituation im Hartz-IV-Bezug landen? Frau Hofmann. Die Argumentation des Drehtüreffektes rekurriert ja auch auf bestimmte Verwaltungslogiken, die angenommen werden, wo man sich bezieht auf frühere Erfahrungen im Zusammenspiel von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Da wird vermutet, dass möglicherweise Fehlanreize bei den Jobcentern gelegt werden könnten, hier einen Personenkreis sozusagen via Fördertreppe in die Arbeitslosenversicherung zu katapultieren. Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Ich denke auch, dass unter dem Gesichtspunkt dessen, dass man hier eine Normalisierung des Arbeitsverhältnisses anstrebt, es angezeigt wäre, eher auch eine Sozialversicherung und der Arbeitslosenversicherung mitzudenken und mit abzusichern. Allerdings kommt noch ein zusätzlicher Punkt dazu, den man beachten muss. Was passiert im Fall einer erneuten Arbeitslosigkeit dieses Personenkreises dann in der Arbeitslosenversicherung und wenn diese Personen von den Arbeitsagenturen betreut werden? Hier fehlen meines Erachtens im Moment die entsprechenden Förderkonzepte und Angebote bei den Arbeitsagenturen. Die müsste man dann entsprechend mit auflegen, wenn man diesen Schritt geht.
Vielen Dank, Frau Hofmann. Die nächste Frage kommt von Herrn Birkwald. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht an Frau Hofmann. Frau Hofmann, wie schätzen Sie denn die Praxistauglichkeit des neuen § 16i ein, vor allen Dingen mit Blick auf die starren Regeln für das Coaching, keine Ansiedlung bei den Arbeitgebern und so weiter und so weiter? Und wie müsste aus Ihrer Sicht das Coaching im Interesse der Zielgruppe denn ausgestaltet sein? Frau Hofmann. Das Coaching muss, damit es funktionieren kann, hoch individualisiert auf den einzelnen Fall heruntergebrochen werden und ausgestaltet werden. Und es muss passfähig sein für verschiedene Arbeitgeber. Und das ist im Moment noch nicht gegeben. Das Coaching ist im Moment gesetzlich noch zu starr gefasst. Das betrifft zum einen das Problem, dass hier zwingend der Vergabeweg vorgegeben ist. Vergabemaßnahmen sind aber eben per se eher ungeeignet, um sehr flexible, hochindividuelle Dienstleistungen zu organisieren. Hier fordern wir, dass alternativ auch das Gutscheinverfahren als Weg der Leistungserbringung eröffnet wird. Und außerdem muss es aus unserer Sicht unbedingt möglich sein, das Coaching auch beim Arbeitgeber selbst anzusiedeln. Das betrifft gerade unsere Beschäftigungsunternehmen, die qualifiziertes Personal vorhalten, um das Coaching bei sich zu erbringen. Und wo auch eben durch das Coaching beim Arbeitgeber selbst abgedeckt werden kann, dass direkt im Arbeitsprozess interveniert werden kann. Vielen Dank, Frau Hofmann. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke angekommen und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da hat sich als erstes Frau Müller-Gemmicke gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Professor Dr. Sell. Erstens, Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme, Lohnkostenzuschüsse können für zwei unterschiedliche Zielsetzungen eingesetzt werden. Und um diese unterschiedlichen Zielsetzungen erreichen zu können, muss dann auch die Instrumentenseite jeweils passend, also wiederum unterschiedlich ausgestaltet werden. Eine zentrale Kritik ist jetzt von Ihnen, dass die Zielsetzung und die Ausgestaltung in diesem Gesetz nicht zusammenpassen. Konkret, dass die Zugangsvoraussetzungen, also mindestens 7 Jahre Leistungsbezug in den letzten 8 Jahren verfehlt ist. Können Sie uns das bitte nochmals erläutern? Herr Sell. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wir bewegen uns ja sowohl beim 16e neu wie auch beim 16i von der Mechanik, der arbeitsmarktpolitischen Mechanik her gesehen, im Bereich der Lohnkostenzuschüsse. Und die Lohnkostenzuschüsse können nach meiner Wahrnehmung eigentlich zwei ganz unterschiedliche Funktionen nur erfüllen. Die erste Funktion ist die klassische Funktion von Lohnkostenzuschüssen. Das heißt, ich drücke es mal so salopp aus, man hat eigentlich sehr arbeitsmarktnahe Arbeitslose, die man im Vermittlungsprozess mit einem Schubs sozusagen in ein ungefördertes Beschäftigungsverhältnis rübernimmt. In der klassischen Arbeitsvermittlung hieß das immer Huckepack-Vermittlung. Man hat den Arbeitgebern gesagt, probier den mal aus, du kriegst einen Lohnkostenzuschuss. Deswegen war auch 1-2 Jahre völlig korrekt. Ja. Und dann ist der Produktivitätsnachteil ausgeglichen und er wird im Idealfall in eine ungeförderte Beschäftigung übernommen. Wenn Sie sich selber in die Position eines Arbeitgebers versetzen, werden Sie, glaube ich, nachvollziehen können, dass man das eben per se erst einmal, wenn nur bei Leuten macht, wo man geringe oder überschaubare Produktivitätsdefizite vermutet oder sieht, nicht aber bei Leuten, bei Menschen, bei Betroffenen, die über erhebliche Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit sozusagen leiden. Und es gibt eine zweite Funktion von Lohnkostenzuschüssen, also die normale Funktion schafft keine neue Beschäftigung, sondern unterstützt die Positionierung des Arbeitslosen in der Warteschlange, indem man ihm eine Förderung mitgibt. Und die zweite Funktion wäre, bisher nicht vorhandene Arbeit zu schaffen, also im klassischen Sinne öffentlich geförderter Beschäftigung, wie wir es früher bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hatten, auf der Arbeitsnachfrageseite anzusetzen. Wenn man jetzt sagt, wir nehmen gerade die Personengruppe, die also am weitesten weg ist vom normalen Arbeitsmarkt, dann spricht, wenn überhaupt,
eigentlich für den Einsatz eines klassischen Lohnkostenzuschusses, nur wenn dieser eingebettet wäre in ein Förderkettenmodell. Das heißt, bei diesen Menschen, die, wie auch schon beschrieben wurde, erhebliche personale Einschränkungen vorliegen, beschädigte Biografien, jahrelange Nichterfahrung mit Beschäftigung, müsste man niedrigschwellig einsteigen, wie man es früher auch im BSHG hatte mit dem Hilfe zur Arbeit Instrumentarium über Arbeitsgelegenheiten, dann sozialversicherungspflichtige Entgeltbeschäftigung anbieten, um am Ende in eine ungeförderte Beschäftigung zu landen. So erwecken die beiden Paragraphen den Eindruck, zumindest der 16i, man will ein privilegiertes Instrumentarium, nämlich Lohnkostenbezuschussung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, für den Personenkreis schaffen, der am weitesten weg ist vom ersten Arbeitsmarkt. Und das wird nach allen Erfahrungen aus der Vergangenheit sehr überschaubare Ergebnisse produzieren. Vielen Dank, Herr Sell. Frau Müller-Gemmicke. Ja, die zweite Frage geht auch an Professor Dr. Sell. Sie schreiben ja auch, dass individuelle Förderung, individuelle Voraussetzungen der langzeitarbeitslosen Menschen, aber auch unterschiedliche Anforderungen und Bedingungen an die Arbeitsplätze von zentraler Bedeutung sind. Von daher die Frage, sind die Höhe der Förderung bzw. vor allem auch die degressive Ausgestaltung deshalb Ihrer Meinung nach zu starr? Herr Sell. Ja, die sind aus meiner Sicht eindeutig zu starr. Und ich würde einen Vorschlag, den wir in dem Antrag Ihrer Fraktion auch finden, befürworten, wenn ich von der Mechanik eines Lohnkostenzuschusses ausgehe, und das muss ich beim vorliegenden Gesetz, das ich im Übrigen in aller Deutlichkeit hier als einen Fortschritt empfinde zu all den ganzen Modellprogrammen, befristeten Programmen, die wir bisher haben, dass wir ein Regelinstrumentarium bekommen, dann sollte man es aber auch flexibel ausgestalten. Das heißt, wenn der Kern doch ist eine individuelle Förderung, und so habe ich beispielsweise Herrn Scheele verstanden, es kommt auf die passgenaue Zuweisung an. Ja, das heißt, ich muss mir aber jeden Einzelfall individuell anschauen. Dann wäre es wichtig, dass ich über eine möglichst große Flexibilität vor Ort in den Jobcentern verfüge. Das heißt also, wenn ich sage, ab 2 Jahren Arbeitslosigkeitsdauer kommt jemand im Grunde für eine Förderung in Frage. Und zweitens sage, die Förderhöhe kann 100% betragen, muss aber nicht 100% betragen, sondern das ist ein Aushandlungsprozess, so wie man es aus der Arbeitsvermittlung auch kennt, ja, an den individuellen sozusagen Merkmalen der zu vermittelnden Personen ausgerichtet, dann brauche ich einfach mehr Flexibilität und Spielraum bei der Höhe der Förderung. Wenn ich, und das ist natürlich die Voraussetzung, wenn ich sage, auch für Menschen, für die auf Dauer oder absehbar eine Integration auf dem normalen ersten Arbeitsmarkt nicht wahrscheinlich ist, ich will aber für diese Menschen trotzdem Teilhabemöglichkeiten schaffen, dann muss ich auch so ehrlich sein, über die Dauer der Förderung nachzudenken und zu sagen, für einen Teil der sehr schwer nur vermittelbaren Arbeitslosen, wenn ich denen eine Beschäftigungsmöglichkeit geben möchte, wäre auch eine längere Förderung angezeigt, wie wir sie im Modell der Inklusionsbetriebe oder anderer haben. Das sind ja keine neuen Erfindungen. Also hier, glaube ich, ist einfach eine systematische Unwucht im vorliegenden Gesetzentwurf, was das Instrumentarium angeht. Vielen Dank, Herr Sell. Frau Müller-Gemmicke. Ja, noch eine kurze Frage auch an Professor Dr. Sell. Es geht um die Weiterbildung, um die berufsbezogene Qualifizierung. Da schreiben Sie, dass auch diese Weiterbildung sich am individuellen Bedarf orientieren soll. Und von daher die Frage, finden Sie die Regelung, die jetzt im Gesetz sind, angemessen oder müsste diese 50% Erstattung verbessert werden? Herr Sell. Ja, ganz kurze Antwort. Diese Regelung sollte unbedingt flexibilisiert werden mit ganz klarer Betonung, wenn es betriebsbezogene, arbeitsplatzbezogene Weiterbildungen sind, nehmen Sie beispielsweise den Schweißerschein oder andere Beispiele. Das können Sie mit diesen Betrieben nicht abdecken. Da ist sozusagen die Vorsicht vor möglichen Mitnahmeeffekten wohl Vater des Gedankens gewesen. Aber im Sinne eines flexiblen Instrumenteneinsatzes sollte man schlichtweg darauf verzichten und vertrauen, dass das vor Ort ausgehandelt wird, weil es geht ja um eine individuelle Förderung, wie wir heute mehrfach auch gehört haben.
Vielen Dank, Herr Sell, für diese Punktlandung. Damit sind wir am Ende der Befragungsrunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angelangt und kommen jetzt zur freien Runde. Und da habe ich als erstes für die SPD-Fraktion Frau Tack. Dann steht es hier falsch, dann ist es Herr Rosemann. Ja, danke. Herr Vorsitzender, meine Frage geht an Frau Fix von der Caritas. Der Gesetzentwurf sieht ja für den neuen 16e eine Nachbeschäftigungspflicht von einem halben Jahr vor. Wie beurteilen Sie das im Hinblick auf die Frage der Attraktivität, da tatsächlich Brücken in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen? Frau Fix. Aus meiner Sicht ist dieses Instrument 16e ein bisschen ambivalent konstruiert. Man geht davon aus, dass es am Anfang Personen gibt, die 75% Förderzuschuss brauchen und ein starkes Coaching. Also das sind Menschen, die sehr, sehr arbeitsmarktfern sind, die dann im zweiten Jahr 50% Förderung haben. Und im dritten Jahr sollen diese Personen dann aber ohne jede Förderung nachbeschäftigt werden. Und Nachbeschäftigung heißt ja in dem Fall auch, dass es in ein Arbeitsverhältnis reingeht, das ohne irgendwelche Befristungen sind. Ich sehe das ein bisschen schwierig, wenn ich mir das anschaue vor den Gruppen, die bisher im 16e waren, dann sind es ja auch sehr arbeitsmarktferne Gruppen gewesen, die dann im zweiten Jahr einige das geschafft haben, vielleicht mit 50% Förderung, aber andere auch nicht. Und wenn man es vom Ende her denkt, von der Nachbeschäftigung, glaube ich, es wird eine sehr, sehr kleine Gruppe nur sein. Und die Gruppen, die wir bisher in den Projekten drin haben, werden das Einzelfälle sein, wo es dann wirklich möglich ist, dass von Anfang an der Beschäftigungsträger, der diese Gruppen übernimmt, sagt, ja, die Person schafft es, die hat zwar am Anfang große Hindernisse und dann wird es aber einen Ruck tun und wird vorangehen. Also ich glaube, dass es schwierig sein wird, diese Gruppe zu finden, die von dieser Höhenforderung dann auf null runterkommt und das wirklich in den ersten Arbeitsmarkt reinschafft. Vielen Dank, Frau Fix. Jetzt für die CDU-CSU-Fraktion Herr Wittecker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte noch mal auf diese Nachbeschäftigungspflicht zu sprechen kommen und eine Frage an die BDA und an den Deutschen Landkreistag stellen. So wie ja diese Nachbeschäftigungspflicht ausgestaltet ist, würde es bedeuten, dass ein Arbeitgeber diese Nachbeschäftigung nur noch unbefristet, quasi in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis machen kann. Deshalb die Frage an Sie beide, ob es sinnvoll wäre, einen Sachgrund, einen eigenen Sachgrund zu schaffen, um da eben eine Befristung noch mal zu ermöglichen, oder wie man sonst diese Klippe etwas entschärfen könnte. Herr Wittek, in der freien Runde müssen Sie entscheiden, an wen Sie stellen. Dann die BDA. BDA. Ja, Herr Wittek, ich würde Ihre Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also ohne eine wirklich ausdrückliche Befristungsregelung wird es bei der Zielgruppe, und Frau Dr. Fix hat das ja eben noch mal beschrieben, schwierig, Arbeitgeber zu gewinnen, weil er natürlich das Risiko hat danach, dass er mit allen Belastungen eines normalen Arbeitsverhältnisses konfrontiert wird. Das wird dann schwer, gerade bei solchen problematischen, eher arbeitsmarktfernen Leuten, wo wir Arbeitgeber ja auch bearbeiten, werben, überzeugen müssen, dann zu gewinnen. Vielen Dank, Herr Wuttke. Jetzt für die Fraktion Die Linke, Herr Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Martin Künkler vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Herr Künkler, wie bewerten Sie die Aussagen im Antrag der Fraktion Die Linke zur allgemeinen Arbeitsmarktsituation und in diesem Zusammenhang unsere Forderung nach Ausweitung der Investitionen? Und wie schätzen Sie unsere Forderung ein, gute und zusätzliche Arbeit zu schaffen? Herr Künkler. Ja, aus Sicht des DGB haben wir einfach die Analyse, dass der Arbeitsmarkt tief gespalten ist. Und wir haben insbesondere regionale extreme Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Und wir finden es gut, dass in der Analyse im Antrag der Linken gerade das aufgegriffen wird, auch nochmal betont wird, die bestehende Arbeitsplatzlücke und auch betont wird die regionalen Unterschiede. Insofern teilen wir auch die Forderung nach einer Investitionsoffensive, die A, erlebbare Gebrauchswerte für Bürgerinnen und Bürgerschaft und B, aber auch das Beschäftigungsniveau noch mal anheben würde, was insbesondere in den strukturschwachen Regionen erforderlich ist.
Der DGB hat ja in seiner Stellungnahme gesagt, wir wollen den sozialen Arbeitsmarkt an guter Arbeit ausrichten. Da begrüßen wir die Anforderungen, die in Ihrem Antrag gestellt werden, wo zentral für uns wäre eine freiwillige Teilnahme, die volle Sozialversicherungspflicht einschließlich Arbeitslosenversicherung und natürlich auch ein Lohnkostenzuschuss, der eine tarifliche Entlohnung refinanziert. Insofern begrüßen wir die Anforderungen, die Sie an den Arbeitsmarkt stellen. Vielen Dank, Herr Künkler. Jetzt kommen wir zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Müller-Gemmecke. Vielen Dank. Meine Frage geht nochmal an Professor Dr. Snell. Und zwar, Ihre Stellungnahme ist auch zu lesen, dass Ihnen, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, eine doppelte Freiwilligkeit wichtig ist. Das heißt, Langzeitarbeitslose sollen nicht zugewiesen werden, sondern sich freiwillig für die Arbeit im Rahmen des 16i entscheiden. Und die Arbeitgeber brauchen auch diese Freiwilligkeit, weil sie sich eben in der Regel niemand zuweisen lassen. Warum ist das so wichtig? Herr Sell. Also diese Forderung ist deswegen so wichtig. Zum einen, weil ich es für völlig verfehlt halte, hier mit den Sanktionsinstrumentarium zu drohen. Das geht aus der bisherigen Formulierung Jobcenter weisen zu eindeutig hervor, auch wenn es dann vielleicht in der Praxis nicht so gehandhabt wird. Hier sollte man sich ehrlich machen. Warum? Aus einer rein arbeitsvermittlerischen Sicht. Wenn ich den Lohnkostenzuschuss so begreife, wie ich ihn versucht habe zu beschreiben, dann macht der Einsatz von Zwang und von Druck überhaupt keinen Sinn, sowohl beim Arbeitgeber nicht, wie auch bei den Betroffenen nicht. Wenn keine Bereitschaft da ist, miteinander ein Arbeitsverhältnis auszuprobieren, dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Wenn ich dann aber die Möglichkeit von Zuweisungen habe, besteht die Gefahr, dass ich Betroffene in Maßnahmen zuweise, in die sie nicht wollen. Und das macht ja keinen Sinn. So ist die Philosophie dieses Förderinstrumentariums auch nicht zu verstehen. Deswegen fände ich es gut, wenn ein klares Signal gesendet wird, dass hier nicht mit Sanktionspraxis irgendwie gearbeitet werden kann und darf. Vielen Dank, Herr Sell. Jetzt kommen wir zur Frage der AfD-Fraktion. Herr Schneider. Ja, meine Frage geht an den Vertreter vom IRB, Herrn Wallwey. Arbeitslosenversicherung ja oder nein? Jetzt werden dort ja bei diesen Gehältern, über die wir sprechen, Ansprüche erworben, die ohnehin unterhalb des Grundsicherungssatzes liegen. Es ist eigentlich eher eine Verschiebung zwischen SGB II und SGB III. Oder gibt es tatsächlich Vorteile für den einzelnen Teilnehmer an einem solchen Programm, wenn er Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen würde? Arbeitslosenversicherungsbeiträge im Zusammenhang mit öffentlich geförderter Beschäftigung, das gab es alles in der Vergangenheit schon mal. Es sind ja eben schon die Beispiele aus den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hier auch geschildert worden. Und zur damaligen Zeit haben wir tatsächlich auch die empirische Evidenz für Drehtüreffekte. Und von da aus würde ich nicht dafür plädieren, die Menschen, die wir hier jetzt fördern wollen, tatsächlich, vor allem wo wir sie so stark fördern wollen, dann auch noch in die Arbeitslosenversicherung hineinzunehmen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass natürlich bei der Frage des Anspruchs der Arbeitslosenversicherung jetzt nicht zwingend bedeutet, dass die Menschen dann in der Grundfinanzierung, das hängt dann sehr auch vom Haushaltskontext ab und ist im Einzelfall genau zu prüfen. Aber generell gilt, wäre die Arbeitslosenversicherung in diesem Zusammenhang ein Problem, weil sie letztendlich neue Ansprüche generiert, die mit einer solchen Förderung nicht vereinbar sind. Vielen Dank, Herr Wallwey. Für die FDP-Fraktion Herr Kronenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Wallwey vom IAB. Sehen Sie die Notwendigkeit einer gesonderten wissenschaftlichen Evaluation der neuen Instrumente und wenn ja, wann? Herr Wallwey. Ja, also da sage ich eindeutig ja und auch unbedingt. Nicht nur, weil ich jetzt aus der Forschung komme, sondern weil wir tatsächlich, und das hat ja auch die Diskussion hier deutlich gemacht, haben tatsächlich hier ein Terrain haben, dass das noch weiter auszuleuchten ist. Wir wissen bis dato schon etwas über Teilhabeeffekte, aber aus meiner Sicht noch nicht genug. Wir wissen auch noch nicht genug über Wirkungen der Beschäftigungsfähigkeit. Also das muss in der Tat systematisch untersucht werden. Und da gibt es ja auch Überlegungen im Arbeitsministerium, das zu tun. Und das unterstützen wir auch sehr stark. Ich denke auch, dass beim 16e auch sich die Frage stellt, wie ist das Verhältnis beispielsweise zum Eingliederungszuschuss,
Wie ist es mit den 2 Jahren und der notwendigen Flexibilität? Wer wird am Ende gefördert? Werden die Personen eingestellt? Also da sehe ich schon diesen Forschungsbedarf, weil wir, glaube ich, dann auch noch einiges mehr wissen über öffentlich geförderte Beschäftigung in diesem neuen Kleid, wie es jetzt hier auch dasteht. Herr Professor Weiwei, mit dieser völlig überraschenden Auskunft haben Sie die letzte Antwort der heutigen Anhörung gegeben. Meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Auskünfte, die Sie uns gegeben haben. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Nachhauseweg.